Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf Dienstag wieder dabei seid. Affengruber für Wöber und keine Panik auf der Titanic. Borussias Mitgliederversammlung, das und vieles mehr gilt's heute zu besprechen. Und lasst gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen wie immer da, denn die 20.000 sind ganz, ganz nah. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zur Mitgliederversammlung in den Kommentaren. Und heute wichtig, bis zum Ende dranbleiben, denn mein Partner Tops hat wieder ein tolles Gewinnspiel rausgehauen. Das kommt am Ende und jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit der Mitgliederversammlung. Und der Tenor ist ganz klar, keine Panik auf der Titanic, alles gut bei Borussia. Ja, es gibt Bekenntnisse für alle. Bonhoff stärkt Wirkus und Seoane den Rücken. Wirkus geht mit Seoane durchs Feuer. Minimalziel ist jetzt der Klassenerhalt. Sei eigentlich alles top. Nennen wir das Kind beim Namen, alles top. 4,2 Millionen, bisschen mehr an Gewinn. Philipp Hülsen, gratuliere ich zur Wahl ins Präsidium. Da haben sich die Kandidaten, die vorgegeben wurden, nicht durchgesetzt, sondern ja, der Fanvertreter hat es geschafft. Dazu wirklich herzlichen Glückwunsch. Das ist ein gutes Signal. Ansonsten, ja, im Endeffekt nennen wir das Kind beim Namen, das, was man erwartet hat. Also ein Ausredenfestival war es, für die aktuelle sportliche Lage zumindest. Schuld sind die ablösefreien Transfers vor der Saison, ganz klar. Geld fehlt, deswegen keine Leaderqualität in der Mannschaft. Seit 4 Transferperioden haben wir das nicht hinbekommen, da einen Leader zu etablieren aus dem Inneren der Mannschaft oder von extern. Wir sind im Prozess, wir sind im Umbruch. Ansonsten Lobhudelei an jeder Ecke, also so eine Selbstbeweihräucherung quasi. Ja, mehr habe ich da nicht gehört. Also grundsätzlich, Minimalziel ist jetzt Klassenerhalt, ansonsten fehlt Leaderqualität. Und ein Zitat, dazu kommen wir aber gleich noch, fand ich sehr, sehr erschreckend, was kaum Aufmerksamkeit bekommen hat, aber heute wird es vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Also im Endeffekt das, was wir alle erwartet haben. Schlafwagen, durchweg. Da ist keiner wach. Ich glaube, den Ernst der Lage erkennt keiner. Schippers sagt, wir planen für die erste Liga, wir stehen 4 Punkte vor der Relegation. Was machen wir denn, wenn wir das nicht schaffen? Was machen wir denn dann? Also dann müssen ja ganz, ganz viele gehen, Personal, dann gehen ja die Lichter aus. Also ist ja wirklich, ja, nee, also im Endeffekt ist es eigentlich erschreckend, weil ich fand auch einen Schmadtke, der dann auch von Wirkus gelobt wurde, dass er da nicht auch mal irgendwie einen Redeanteil bekommt. Ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, hat Schmadtke nicht zum Mikrofon gegriffen. Wenn das jetzt nicht stimmt, entschuldige ich mich schon mal dafür. Aber ansonsten, ja, gibt es nichts Neues. Also gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was ich allerdings wirklich, wirklich erschreckend fand, war die Vision. Also viele, viele sagen ja, Umbruch, Prozess, im Sommer soll der Turnaround kommen, im Sommer soll alles besser werden. Beziehungsweise ein bisschen besser muss es ja werden, weil sonst wird es ja theoretisch in die zweite Liga gehen, also es muss ein bisschen besser werden. Nur mir fehlt dafür wirklich eine klare Vision, dass sich einer gestern dahingestellt hat und hat gesagt, okay, die Saison ist echt scheiße gelaufen, wir tun jetzt alles daran, um die Klasse zu halten, alle miteinander, auch mit ein bisschen Feuer dann vorgetragen, ne? Um die Fans auch abzuholen, um wirklich den Verein auch wach zu machen. Ansonsten, ja, so Minimalziel wäre jetzt schön Klassenerhalt, so wurde es ja ähnlich vorgetragen. Und mir wirklich sportliche Gründe nennt, warum das im Sommer besser wird. Mit einer gewissen Kaderplanung, warum das besser werden soll. Und das ist nicht passiert aus meiner Sicht. Und dann höre ich so Sätze von Wirkus. Im Moment ist es nicht absehbar, ob wir diese Spiele halten können. Die Rede ist von Jordan und Wöber. Alles klar, bei Jordan schon erschreckend, weil er nur 3 Millionen kostet. Und dann den Satz, den ich viel, viel erschreckender finde, ist: Im Blick haben wir auch Potenzialspieler der zweiten Bundesliga. Da sind Jungs bei, die richtig Bock haben, für Borussia zu spielen. Also ich sag mal so, wenn das Auswahlkriterium ist, Zweitligaspieler finde ich gut. Wenn du da ein Auge drauf hast, ist das alles super. Haben wir mit Robin Hack gesehen, das funktioniert top. Da sind auch mit Sicherheit tolle Spieler. Mit Hartl, mit Tanaka, die können dir mit Sicherheit weiterhelfen. Aber als Sportvorstand sich da hinzustellen und zu sagen, die haben richtig Bock auf Borussia. Ja, das hört sich gut an, der Satz. Aber was ist denn das für eine Strategie? Ich habe auch Bock auf Borussia.
Im Sommer ins Leistungszentrum, 20 Kilo abgespeckt, neues Knie reingesetzt und dann bin ich auch wieder fit. Spiele ich den defensiven Sechser mit Kernasi-Mentalität? Kriege ich mit Sicherheit gut hin, aber nee, Spaß mal beiseite. Was ist denn das für eine Kaderplanung? Bock auf Borussia. Da muss doch irgendwie, also ich sehe da kein Konzept. Und ja, wir haben uns sportlich halt komplett nach unten entwickelt. Wieder einen Schritt zurück gemacht dieses Jahr. Komplett. Und dass da nicht mal irgendwas kritisch gesehen wird. Es wurde ja theoretisch auf der ganzen Mitgliederversammlung nichts kritisch gesehen, sondern es wurde für die Lage, die wir jetzt haben, Ausreden gesucht. Es sind ablösefreie Spieler. Es ist kein Geld da. Wir sind im Prozess. Wir sind im Umbruch. Wir haben einen neuen Trainer. Wir haben keine Leader-Mentalität im Kader. Jetzt Minimalziel zweite Liga und im Sommer ist das Prinzip Hoffnung angesagt. Das kann es doch nicht sein. Bitte, das kann es doch einfach nicht sein. Hoffen können wir, hoffen können ich, dass am Wochenende wieder ein Dreier kommt. Aber da muss doch einer auch mal eine Strategie, eine Philosophie, irgendwie einen Zukunftsplan verfolgen. Also werden die ja anscheinend machen, aber es klingt nach außen halt nicht so. Entweder die haben wirklich massive Kommunikationsschwäche. Ich glaube, Aretz ist doch dafür hauptverantwortlich, dass da mal klar kommuniziert wird. Aber die kleben ja geisteskrank an ihren Stühlen. Also das ist mir nochmal klar geworden. Aber das auch nur mein laienhafter Blick von außen da drauf. Ich bin gespannt, wie ihr die Sache seht. Kommen wir zu besseren News, denn wir brauchen einen neuen Kader und wir brauchen auch neue Innenverteidiger. Und Wöber soll womöglich von meinem Namensbruder David Affengruber ersetzt werden. Wäre ein ablösefreier Transfer von Sturm Graz. Und ja, spannender Mann, wie gesagt, ablösefrei wäre er im Sommer. Österreichischer U21-Nationalspieler gewesen, Stammspieler bei Sturm Graz, 1,85. Mittelgroß gewachsen, sage ich jetzt mal, für einen Innenverteidiger. Österreichische Liga spielt er. Wenn man das rein vom Papier sieht, und das ist jetzt absolut, bitte legt mir das nicht falsch aus, aber rein vom Papier, wenn man Wöber daneben stellt, wäre es ein Downgrade. Nennen wir es so, rein vom Papier, Wöber, österreichischer Nationalspieler, schon in England gespielt, mehr Erfahrung und ja, hat aber auch bei unserer Borussia nicht funktioniert. Also die Abwehr hat auch Wöber nicht dicht bekommen und ob Affengruber das dann schafft und ob er ein Mentalitätsmonster ist, mag ich auch nicht beurteilen, weil ich den Mann kaum spielen gesehen habe. Mit Sicherheit, ich begrüße jeden neuen Abwehrspieler bei unserem Borussia, aber rein vom Papier werden wir natürlich wieder Qualität verlieren. Ein Wöber wird gehen, ein Jordan wird gehen, ein Kone wird wahrscheinlich gehen, ein Itakura wird wahrscheinlich gehen. Das sind ja alle Spieler, theoretisch, die Qualität haben, das schon mal gezeigt haben, nur leider bei unserem Borussia in den letzten Jahren nicht. Und deswegen, ich würde den Transfer begrüßen, aber rein vom Papier wäre es halt theoretisch ein Schritt zurück. Aber er hat Bock auf Borussia bestimmt. Er hat bestimmt Bock auf Borussia. Und Ko Itakura, wir wissen es alle, hat eine Ausstiegsklausel. Die soll laut Medienberichten zwischen 10 und 15 Millionen liegen. Monaco ist dran, Atletico Madrid ist dran. Ja, und Ko Itakura, muss man halt auch sagen, hat uns weder im Mittelfeld noch in der Innenverteidigung in dieser Saison wirklich stabilisiert beziehungsweise eine gute Saison gespielt. Ko Itakura ist auch ein Puzzleteil, warum es in dieser Saison nicht läuft. Ne? Bringt uns kaum Stabilität. Ja, und wenn du 10, 15 Millionen bekommst, die musst du aber dann auch 1:1 in den Kader reinvestieren. Da dürfen keine Corona-Löcher von gestopft werden. Wenn du ein Budget von, keine Ahnung, 20 Millionen hast, muss aber jeder Verkauf auch zu 100% in den Kader mal gesteckt werden, weil sonst kriegst du diesen Umbruch nicht hin. Bei allem Respekt vor ablösefreien Spielern, das kann auch sogar funktionieren, wenn du da ein Top-Umfeld hast mit ambitionierten Leuten, die da einen Plan verfolgen, aber den sehe ich halt, wenn ich so Aussagen höre, die Bock auf Borussia haben. Das sollte jeder Spieler haben. Und das, wenn ich das höre, dass das anscheinend dann muss das ja in der aktuellen Mannschaft fehlen. Also wenn Wirkus sagt, die haben Bock auf Borussia, müssen ja quasi, insinuiert er ja quasi, dass in der aktuellen Mannschaft Spieler sind, die keinen Bock haben. Was natürlich sein kann, aber das ist mir echt zu dünn. Echt zu dünn. Und wo es auch dünn werden könnte, ist für Florian Neuhaus mit Einsätzen. Ist jetzt wieder fit. Kriegt kaum Einsätze jetzt unter Seoane und da könnte es theoretisch dann auch zu Saisonende zu einer Trennung kommen, weil Seoane sitzt fest im Sattel mit seinem Kumpel Wirkus. Ich glaube auch, dass Seoane und Wirkus eine Personalie sind. Also sollte einer von den beiden gehen, die werden nur im Doppelpack, glaube ich, gehen, weil wenn Seoane gehen sollte, dann ist Wirkus auch nicht mehr tragbar. So, das ist dann der dritte Trainer, so, dann ist auch irgendwann
glaube ich, auch mal Schicht im Schacht. Ne? Ja, und ob das Neuhaus und Seoane noch eine Liaison, sagt man das so, wird, mag ich auch mal zu bezweifeln. Das wird sehr, sehr spannend. Und Marlon Oelbacher hat das auch nochmal schön zusammengefasst. Borussia braucht Kontinuität. Die Frage ist halt bei Kontinuität immer, ob das eine Ausrede ist dafür, ja, dass es einfach nicht läuft. Ich höre Kontinuität seit Anfang von Roland Wirkus, seit er angefangen hat, wir brauchen Kontinuität. Jetzt ist es aber schon, ja, Farke, Seoane, der auch schon angezählt wurde. Im Kader hast du keine Kontinuität. Du hast halt die einzige Kontinuität von Jahr zu Jahr ist, dass wir mehr Gegentore fangen. Muss man einfach so sagen. Ne? Und ich bin wirklich gespannt und ich hoffe einfach, dass das im Sommer klappt. Mit dem Personal, das da ist. Weil was anderes bleibt uns als Gladbach-Fan auch nicht übrig. Die haben das Ruder in der Hand und müssen mir zeigen, dass es besser können. Dass es einfach gut können. Dass die ganze Kritik, die von außen kommt, kompletter Schwachsinn ist. Das, was ich erzähle, das, was viele von euch erzählen, dass sie jetzt einfach Lügen strafen. Und das wird den Turnaround im Sommer sehen. Und da rede ich nicht von Europa, sondern da rede ich von Platz 8 bis 12. Mit einer stabilen Saison, möglichst mal 2 Siege hintereinander. Und dann gucken wir mal. Das wäre mein Wunsch. Und die sind schon sehr, sehr runtergeschraubt worden die letzten Jahre. Und jetzt kommen wir zu was ganz Erfreulichem. Denn ein Gewinnspiel, mein Partner Tops hat wieder ein tolles Gewinnspiel für euch. Das Borussia Spieltagscamp gegen Eintracht Frankfurt. 2 Jungs oder Mädels zwischen 6 und 14 Jahren haben die Möglichkeit, am Spieltag gegen Eintracht Frankfurt am Kidscamp teilzunehmen. Was ist das? Ein 2-stündiges Training im Nachwuchsleistungszentrum, direkt am Stadion von einem professionellen Trainer, sage ich jetzt mal so, mit Trikotset. Dann natürlich im Anschluss zum Bundesligaspiel. Fahren, Kind im Borussia-Park, Trinkflasche, 10 Euro Gutschein, Verpflegung, alles mit drin. Den Originalpreis seht ihr hier sogar. Und 2 Kinder werden die Möglichkeit haben, an diesem Kidscamp teilzunehmen. Und natürlich hat jeder Gewinner dann auch eine Begleitperson, mit der er zusammen ins Stadion gehen darf. Und in die Kommentare müsst ihr eigentlich nur schreiben, Spieltagscamp mit Tops. Und wenn ihr das in die Kommentare schreibt, seid ihr im Lostopf und könnt dann gegen Eintracht Frankfurt, wenn ihr 6 bis 14 Jahre alt seid oder natürlich ihr einen Sohn oder einen Bekannten habt, der da gerne teilnehmen würde, einfach in die Kommentare schreiben, Spieltagscamp mit Tops und dann seid ihr im Lostopf und 2 werden glücklich sein, denn für die geht es zum Spieltagscamp gegen Eintracht Frankfurt am 11.05. Ja, und dann wird das Spiel auch noch mit der entsprechenden Begleitperson geguckt. Also, ich hoffe, ich habe es relativ verständlich rübergebracht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Spieltagscamp mit Tops und dann gibt es 2 Gewinner. Ich freue mich drauf und abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia. Die Leute ist, was hier zählt. Das Herz schlägt.